Ach, normalerweise haben die hier immer so eine schöne Tabelle drin. Korrektiv wird finanziert, jetzt hört gut zu, mit über 100.000 Euro vom Mumidan-Netzwerk, der Schöpflin-Stiftung, Google, der Adessium Foundation, der Rudolf-Augstein-Stiftung, der Open Societies Foundation, der Bundeszentrale für politische Bildung, also der Bundesregierung, der Deutschen Telekom, der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Ja. Warum nicht? Der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, der Stiftung Mercator, der RAG-Stiftung, der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Facebook und der Cassiopeia Foundation. Hey, ich wüsste gar nicht, warum große amerikanische Konzerne, Thinktanks und staatliche Institutionen aus Deutschland, also die haben bestimmt kein Interesse, wenn sie da so ein Propagandaportal hochziehen. Also ich finde es immer lustig, wie bei Russia Today gleich immer gesagt wird, russische Propagandisten, aber bei Korrektiv, der wirklich aus einem Sumpf von Stiftungen, Thinktanks, reichen Unternehmen und die staatlichen Institutionen finanziert wird. Das ist also wirklich Mainstream-Propaganda von allen ist. Also wo wirklich mit viel mehr Interessen drin stecken als beim Russia Today, was zu so 100% staatlich ist. Dass es da nicht geschrien wird. Fast so, als hätten unsere Medien einen leicht transatlantischen Einschlag. Könnte man denken. Das ist ja wirklich. Also, ihr merkt, ich hatte es leider nicht rausgesucht, deswegen musste ich es gerade googeln. Aber das ist ja wirklich krass, wie viele Interessen hier mit Geld dazu beitragen, dass Korrektiv Propaganda für die Bundesregierung machen kann. Also ehrlich, diesen Saftladen, das ist ja. Schlimmer als Russia Today. Das ist echt schlimmer als Russia Today, zumal unsere Medien hier nicht kritisch drüber berichten. Also wie gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen müssen weg. Korrektiv muss weg. Also zumindest die staatliche Förderung für Korrektiv muss komplett gestrichen werden. Und diese ganzen anderen Mainstream-Medien, denen könnt ihr die Finanzierung entziehen, indem ihr sie nicht mehr schaut, sondern indem ihr euch auf alternativen Kanälen informiert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.